Wusstest du schon, dass der Körper die ganze Zeit im Gang ist, gegen Krebs zu kämpfen? Und dass du vielleicht gerade in diesem Moment Krebszellen tot gemacht hast? Zielmer kein! Aber doch, der Körper ist so sich ganz gut abgestellt. Der gewonnen quasi dauernd Superhelden gegen Mutanten. Aber leider geht doch halt so schief. Wir erklären heute, wie Krebs entsteht, auf wie weit das Krankheit so gefährlich kann gehen. Und auch wie ein Rolle in Zufall, lebensgewöhnlichen Genen und anderen Aufschluss spielen. Wir sind uns bewusst, das ist ein schwieriges und trauriges Thema. Wir wollen gerne über das Krankheit informieren und aber auch weisen, was die Kammer für sich zu schützen und wie stark die Heilungschancen in den letzten Jahren hochgegangen sind. Bei Krebs spielt das ein eigener Körper verrückt. Beschädigte Zellen vermehren sich immer unkontrolliert und schaden dabei dem ganzen Körper. Das ist ganz schrecklich. Ja, das ist effektiv. Für zu verstehen, wie genau Krebs entsteht, brauchen wir kurz einen Exkurs an Biologie. It's biological. Also Körper besteht aus Billionen Zellen. Hautzellen, Gehirnzellen, Lungenzellen, Blutzellen, die alle zusammen schaffen, für den ganzen Organismus um Leben zu halten. Für das funktioniert, halten sie sich strikt an Regeln. Sie teilen sich von nötig, halten man da ab, wenn da genug da sind, gehen durch neue Ersatz, was sie all gehen, und machen sogar Selbstmord, was sie beschädigt sind. Your species is self-destructive. Die Informationen, was ein Zell machen soll, ist an ihrer DNA gespeichert, also dem Impfmaterial. Das DNA kann beschädigt gehen. Das geschieht immer nichts. Einerseits spontan und natürlich durch chemisch-biologische Prozesse am Körper, z.B. durch Kopierfehler an der DNA, während Zellen sich stehlen. Andererseits durch das Verhalten, respektive äußerlich Abfluss, z.B. Firmen, Alkohol, Ernährung, UV-Strahlung, Umweltgifte, HPV-Viren und vieles mehr. Dadurch verändert sich das DNA. Stecker verrutschen, gehen verloren oder setzen sich falsch zusammen. Jetzt schwätze ich von Mutationen. Pro Tag entstehen zehntausende so Mutationen. Aber zum Glück können uns Zellen Mechanismen für so Fehler direkt zu bemerken und zu flicken. Und zack, was das Problem gelöst. You have an amazing body. Wir haben du könntest viel, dass Zellen Fehler nicht geflickt kriegen. Lo haben wir eine Zelle mit einer mutierten DNA, also quasi ein Mutant. Auch da das ist noch nicht direkt ein Problem. Viele Mutationen sind gar nicht schlimm und haben keine negativen Konsequenzen. Andere fehlen dazu, dass die Zelle stirbt. Wenn nach anderer beschädigten Zelle bei einer Ader weiß, dass sie aber egal was mischt, was sich nicht mehr um Trägen hält. Nur eine Krebszelle, ein potenziell gefährlicher Mutant. Ja, was machen wir da noch? Zum Glück haben wir eine zweite Linde Defense, spezialisiert Superheldenzellen, als Immunsystemzellen. Die vorne so mutierte Zellen und killen sie. Und zack, schon nächstes auf das Problem gelöst. Problematisch geht es, weil verschiedene Mutationen zusammenkommen. Zum Beispiel, dass Zellen sich nicht mehr selber flecken können, sich nicht mehr selber umbringen, weil sie beschädigt sind, oder nicht mehr abhalten, sich zu dehnen, also sich unkontrolliert vermehren. Das klingt nicht gut. Nee, effektiv nicht. Weil dann entsteht ein Tumor, der sich unkontrolliert weiter verbreitet und immer mehr Platz anhält am Körper. Aber die gute Nachricht, auch in diesem Stadium können als Superheldenzellen immer noch den Kampf gewinnen. Und da du voll aus, kriegst du das wahrscheinlich gut nicht mit. Mir heuernst du, geht der Krebs einfach zu stark. Es könnte zu einem Teufelskreis. Weil Krebszellen sich so viel vermehren und sich nicht mehr selber flicken können, entstehen immer mehr Mutationen und es gehen immer mehr Mutanten. Jene Mutationen lädt der Krebs auch nach, sich vom Immunsystem zu verstoppen oder zu schwächen. Superhelden entdecken den Tumor da gut nicht mehr. Aber du bist die Chance, dass ein Tumor relativ harmlos. Lebensbedrohlich geht es dann, wenn der Krebs aggressiv ist. Wenn ein gesundes Gewebe verdrängt auf Futter mischt, an- oder Blutgefäße unzappt, für sich total gurmangstig mit Nährstoffen zu versorgen und Organe die Wäsche zu holen. Manchmal fängt die Krebszellen auch noch rund durch den Körper zu wandern, sogenannte Metastasen, und auf verschiedene Plätzen am Körper Tumoren zu bilden und Schuld zu richten. Oh, that sounds horrible! Irgendwann kommen die Superheldenzellen nicht mehr nach. Und die betroffenen Leute sind allerspätestens low auf medizinisch Höllewuge gewesen. Und es ist irgendwie so traurig sinnlos. An dem die Zellen, die ursprünglich dem ganzen Organismus sollten dingen, logisch nur sich denken an dem Körper alt Nährstoffe und Platz verschwölen, machen sie Organe und potenziell schlussendlich den ganzen Organismus tot. Und du machst auch sich selber. Zum Glück können durch die modernen Medizin heutzutage aber ein ganz Reihe Krebspatienten geheilt gehen oder ob man das Leben verlängert gehen. Manchmal können Hautkrebs oder sonst Tumoren einfach durch eine Operation waschgeholt gehen. Sonst können viele Krebsarten Haut erfolgreich mit Chemotherapie, Strahlentherapie
an- oder Immuntherapie behandelt gehen. It's a miracle of modern medicine. Bei der Immuntherapie probiert ihr gezielt Immunzellen anzusetzen, für Krebs zu bekämpfen. So Immuntherapien über bestimmte Krebszorte wie zum Beispiel Hautkrebs, die Valerienschossen deutlich herabgesetzt. Bei der Strahlen- respektive Radiotherapie bestrahlt den Tumoren und probiert sie so futti zu machen. Bei der Chemie oder die Medikamente, die Krebszelle sollen futti machen. Bei diesen Therapien gehen die Leute aber auch zum Teil heftige Nerveneffekte. In anderem will auch gesunde Zellen dabei geschädigt gehen. Die Überlebenschancen hängen von der Krebszucht auf, also wie ein Organ betroffen ist, aber auch wie Mutationen stattfinden. Also wie eine Fähigkeit in die Krebs wird. Und auch davon, wie frei der Krebs erkannt wird. Stichwort Früherkennungsprogramme. Aber für was kriegen heute auch Leute Krebs, die immens gesund leben? Welchen Einfluss hat der Leute Zufall und welche neue Lebensgewohnheiten? Fangen wir mal am Zufall, respektive am Alter. I'm too old for this shit. Weil Prozesse wie Zelldehnungen einfach mega docks vorkommen, all das dehnen sich Millionen Zellen aus dem Körper, also zum Teil langsam für Statistik, respektive Zufall, ob der Lungenkrebs schief geht oder nicht. I hate coincidences. Denn Alter spielt insofern eine Rolle, dass unser Immunsystem mit der Zeit immer mehr schwach wird und also als Defense-Mechanismen nicht mehr so gut wirken. Außerdem, ein oder pur Mutationen sind docks kein Problem. Aber über das ganze Leben akkumulieren sich die Mutationen. Und irgendwann sind ein paar dabei, die zu Krebs führen. Es gibt Krebszorte, die den Zufall eine mehr große Rolle spielt, zum Beispiel bei Gehirn, Prostata oder Schankekrebs. Aber bei anderen Krebszorten aus dem Abfluss vom Zufall mehr klein, wie zum Beispiel bei Lungenkrebs. Es kann aber auch immer sein, dass die Ursachen noch nicht ganz verstanden sind, um dem Zufall aktuell noch eine zu große Rolle zu weisen. Aber was bedeutet das? Wenn ein Zufall hier mitspielt, ist dann eigentlich egal, wie wir leben? Nee, absolut nicht. 50% von den Krebserkrankungen sind vermeidbar, auf 40% von den Todesfällen. 21% von den Krebs-Todesfällen gehen durch Firmen verursacht, 4% durch Alkohol und 4% durch Übergewicht. Weiter 12% sind auf Infektionen, wie zum Beispiel mit Papilloma oder Hepatitis-Viren zurückzuführen, gegen denen sich impfen kann. Auch bestimmte Stoffe aus dem Umfeld, wie Asbest oder Dieselaufgase, sind krebserregend. Laut Schätzungen sind so Umweltgifte responsabel für 10-20% von den Krebserkrankungen. Die Stufen auf Wäsche zu halten, ist also auch eine gute Idee. Laut einer Étude von der Fondation Cancer überschätzt die Bevölkerung übrigens stark den Einfluss von unseren Genen. Weil täuschend meint, dass Krebs vererbbar wird. Étude gehen allerdings davon aus, dass nur 5-10% von den Krebsfällen tatsächlich durch Vererbe verursacht gehen. Na ja, da können wir es tun. Das ist schön zu hören. Die gute Nachricht zum Schluss ist aber, Teilung und Chancen bei Krebs gehen immer besser. Zu Lützburg von den 80er Jahren 35% von den Männern und 50% von den Frauen und Manns 5 Jahre nach ihrer Krebsdiagnose darum leben. 2021 waren es schon 56% von den Männern und 65% von den Frauen. Und die weiteren Fortschritte gemacht. Fazit: Wenn ihr nur Krebs denkt, habt ihr für dich mal Angst. Verständlich. Wir denken daran, an deinem Körper sind kleine Superhelden und die kämpfen permanent gegen Krebszellen. Und immer ist das erfolgreich. Manchmal aber leider nicht. Das hat zum Teil mit Zufall zu tun. Aber auch mit dem Lebensstil. Dafür unterstützt den Superhelden und schützt den DNA. Nicht Firmen, Sonnenschutz, bewegen, gesunde Nähren und lustig halt zum auf den Doktor kontrollieren. Für den Rest hoffen wir, dass die Forschung weiter so Fortschritte macht, dass in Zukunft immer mehr Leute können geheilt gehen. An all denen, die gerade betroffen sind an ihrem Umfeld, wünschen wir viel Kraft und Courage. Merci für's Zugucken, bleib gesund und bis die nächste Kaya. Ciao, ciao. Ciao, ciao.